So, ihr Lieben, es ist soweit. Ich los jetzt endlich den zweiten Adventskalender aus. Und endlich sage ich auch nur, weil ich gefühlt 10 Nachrichten bekommen habe. Welche Nummer habe ich? Ich bin schon soweit. Ich möchte jetzt die Umschläge basteln. Ihr seid alle so schnell, ne? Also ich habe noch nicht angefangen und ich mache ja bei beiden mit. Ja, bei diesem Kalender bin ich Türchen Nummer 1. Also Türchen Nummer 1 bin ich. Das steht schon mal fest. Alles andere losen wir jetzt aus. Ich brauche noch einen Stift zum Mitschreiben. So, ich habe hier alle Namen aufgeschrieben und auch ganz lange Namen, kurze Namen und die Schnipse sind auch manchmal viel länger als der Name ist, damit ich nicht von den Schnipseln ableiten kann, wer das ist. Schmeiße ich jetzt hier mein Lospöttchen und ich mache auch gleich die Augen zu. Gut, das könnt ihr nicht sehen, aber ich schüttel auch noch mal. Und nachdem wir gleich gelost haben, erzähle ich vielleicht auch noch mal 2, 3 Wörter, wenn jetzt noch irgendwas offen sein sollte. Also, ich ziehe. So, Nummer 2 ist Diana Barner 1822. Nummer 3 ist Evelyn Hering. Ich und meine Schrift, ne? Nummer 4 ist Britta Fleming. Nummer 5 ist Knuffeline. Knuffeline macht bei beiden Adventskalendern mit. Und nochmal vielen Dank für alle, die angeboten hatten, bei 2 mitzumachen. Es waren 3 oder 4 Leute oder 5. Naja, auf jeden Fall hatte ich die dann am Ende alle noch auf einem Namen stehen und habe dann gelost. Das habe ich jetzt außerhalb der Kamera gemacht. Ich hoffe, das ist okay. Und Knuffeline macht das quasi zweimal. So, dann kommen wir jetzt zu Nummer 6. Also, wer bekommt Nikolaus? Wir machen jetzt einfach mal. Ist eins rausgefallen? Nein. Es sind 2 rausgefallen. Herzlichen Glückwunsch. Ene, mene, miste. Ich kann das so nicht. Und nochmal. Bis einer rausfällt. Und es ist einer rausgefallen. Und das ist die liebe Eileen Paul. So, dann sind die ersten 6 vergeben. Und wir machen weiter. Zack, da ist einer rausgeflogen. Die liebe Agnes ist rausgeflogen. Die kriegt Nummer 7. Machen wir es jetzt immer mit rausfliegen? Nee, da fliegt nicht so viel. Doch, hier fliegt noch was raus. Angelikas Kreativkunst ist dann die Nummer 8. Wen haben wir denn da? Farbmops ist die Nummer 9. Nicole German 1280 ist die Nummer 10. Der Kreativfalter, die liebe Tina, ist die Nummer 11. Wir würfeln hier mal und wir würfeln nochmal neu. Ich werfe zu viele raus. Ist da einer? Ja, da sind sogar 2. Wir gucken, wir gucken, wir gucken. Es wird spannend. Ich muss jetzt erstmal einen finden. Ich habe einen gefunden. Die liebe Melissa, Kreativsternchen, ist dann die Nummer 12, die Halbzeit. So, Melissa, du kannst jetzt anfangen zu basteln. Du hattest doch auch schon gefragt, welche Nummer du bekommst. Ich muss hier, glaube ich, mal. Aha, einer ist rausgefallen. Das ist ein Zeichen. Das ist die Nummer 13. Und das ist Filumi Design. Ich glaube, es ist einfacher, wenn ich nur die Zettel drin habe. Schüttel einfach. Meine Schrift kann sowieso keiner lesen. Die Nummer. Welche Nummer haben wir? 14. Ist die Heidi Wiche. Dann kommt. Heilige Scheiße. Was habe ich da geschrieben? Ach, Ulrike UK Kreativlof. Also wirklich, Leute, was denke ich mir manchmal dabei, so Ulrike zu schreiben? Ach komm. Die liebe Lydia wird die Nummer 16. Claudia unterstrich TBUIK. Auf jeden Fall werde ich das daraus lesen. Ist die Nummer 8. Nein, die Nummer 17. Jessica Schulze ist die Nummer 18. Da ist einer rausgeflogen. Ihr habt es gesehen. Und zwar Britta, Lady Rose 2021. Nochmal. Oh Gott, Leute. Britta Lady Rose 2199 ist die Nummer 19.
So, dann haben wir jetzt hier noch 4 Ladies drin. Und das kann ich so sagen, weil ich weiß, dass kein Mann sich angemeldet hat. Außer Kasi natürlich, der ist dabei. Claudi Punkt ist die Nummer 20. Ich muss gestehen, ich... Also bei 2 Leuten weiß ich noch, dass sie drin sind. Aber... Wer ist die dritte Person? Hier, den. Konfettiwerke ist die Nummer 21. Ja, Leute, und irgendwas habe ich falsch gemacht. Ich habe nur noch 2 drin. Ich habe nur noch 2 drin. Aber ich brauche noch 3. Oh, Leute. Nee. Mich kann man auch nicht alleine loslassen. Ich muss mal hier eben gucken. Diana habe ich aufgeschrieben. Evelyn habe ich aufgeschrieben. Britta habe ich aufgeschrieben. Knuffeline habe ich aufgeschrieben. Aileen habe ich. Agnes habe ich. Kreativkunst. Farbmops. Nicole. Kreativfalter. Kreativsternchen. Konfettiwerke war jetzt die 21. Philomi Design, Heidi, Ulrike, Lydia, Claudia, Jessica, Claudia Sch und Lady Rose. Och Leute, ich habe einen Zettel irgendwo verloren. Ich würde sagen, Schiebung, das gilt nicht. Was mache ich denn hier? Ja, ich würde mal sagen, als Belohnung darf die Person, wo ich auch gerade wirklich nicht weiß, wer sie ist, kriegt die Nummer 24. Und wir losen jetzt nochmal eben die anderen beiden aus. Ich verstehe es nicht. Ich ziehe beide raus, herrlich. Den behalten wir. Petra Vogt bekommt die Nummer 22. Die Nummer 23 ist dann Bastelfrust-Zombie. So, und dann beendige ich kurz das Video. Schau mal auf meiner Liste nach. Die habe ich nämlich auf dem Handy, welchen Namen zur Hölle ich vergessen habe. Und herzlichen Glückwunsch. Du bekommst dann die Nummer 24. Ich bin gleich wieder da. Ihr Lieben, da ist der Zettel. Er lag unter meinem Schreibtisch. Also entweder habe ich zu doll geschüttelt oder beim Reintun schon es versaut. Das wollte ich natürlich sagen. Die Elke Kissmann, weil da wusste ich noch ganz genau, Kissmann habe ich aufgeschrieben, weil ich den Namen so cool fand. Also liebe Elke, du bist die 24. Juhu, Konfetti. Naja, das ist jetzt eher gescheitert, aber ich dachte, ich wollte nochmal die Freude äußern. Also beide Adventskalender sind voll geworden. Ihr seid der Oberhammerklasse toll. Nochmal zum Mitschreiben. Also bis zum 31.10. müssen die ATCs für den Adventskalender bei mir angekommen sein. Denkt bitte an den Postversand. Vor allem, wenn ihr als Bücherwarnsendung verschickt, kann es ja bis zu einer Woche dauern. Dann schickt die bitte nicht in einem Briefumschlag, sondern in einem kleinen Karton. Ihr könnt auch einen großen Karton nehmen, wird dann aber teurer. Deswegen reicht auch ein kleiner Karton. Ich habe mal ein Beispiel. Es ist ja schon einer bei mir angekommen. Hier ist frankiert als Bücher- und Warensendung für 1,95 € Weihnachtsmann und ist so ein kleiner Karton. Da passen aber alle ATCs rein. Nicole, du machst ja zweimal mit. Denk dran, dass in deinen Karton entsprechend 48 ATCs passen müssen. Gott, ist das viel. Verrückt. Genau, jeder hat jetzt eine Nummer bekommen. Und da ich mich selber auch überraschen lassen möchte, schickt sie die bitte in einem Umschlag mit der Nummer drauf. Mal abgesehen davon, wie unfassbar schön sie diesen Umschlag gemacht hat. Richtig toll. Na? Und da weiß ich jetzt, okay, das ist die 21 für den ersten Kalender. Das weiß ich, weil ich ja weiß, von wem das kommt. Und ja, so kann ich die 21 dann am Ende, wenn alle Türchen da sind, bei jedem reinpacken. Und ich selber weiß auch nicht, wie diese ATC aussieht. Also bitte einen Umschlag machen, wo man nicht durchgucken kann und die entsprechende Nummer drauf ist. Vielen Dank, Petra, dass du so schnell warst, dass ich dich jetzt als Beispiel nehmen konnte. Dann kommt halt so ein großer Haufen an mit allen ATCs.
Nochmal, die LTCs sollen sich ähnlich sehen. Also jetzt eine Schneemann-LTC und dann hüpfendes Einhorn wäre jetzt eher doof, sondern schon eine ähnliche Textur, eine ähnliche Gestaltung. Aber ich kann natürlich Farben kombinieren, Farben umändern. Da sind der Kreativität natürlich keine Grenzen gesetzt. Aber man sollte schon erkennen, dass die alle von der gleichen Person kommen, damit die Adventskalender halt alle gleich sind. Ja, gibt es sonst noch irgendwas zu sagen? Wenn ihr merkt, ihr schafft es nicht, warum auch immer, dann sagt mir bitte rechtzeitig Bescheid, damit ich gucken kann, ob ich noch irgendeinen Ersatz finde oder ich halt selber entsprechend mehr machen muss. Aber wenn ihr mir irgendwie am 28.10. schreibt, du, sorry, ich schaff's nicht. Ich glaube, dann bin ich euch zum einen ein kleines bisschen böse, wenn ich ehrlich bin. Und zum anderen hätte ich dann, glaube ich, echt ein Problem, auf die kurzfristige Zeit noch jemanden zu finden. Und das wäre halt wirklich super, super schade. Ja, ach so, und die LTCs sollten schon irgendwie winterlich oder weihnachtlich sein. Also jetzt irgendwie so eine Blümchen-LTC sieht zwar hübsch aus, wollen wir aber nicht, sondern irgendwas Weihnachtliches, Herbstliches. Was? Nichts Herbstliches. Hier liegen auch überall Herbst-LTCs um mich rum, deswegen bin ich ein bisschen abgelenkt. Ja, es muss nicht unbedingt Weihnachten sein. Es kann auch was Winterliches sein. Also seid da kreativ. Ich freue mich total darauf. Und wir werden den natürlich auch im Dezember auspacken für die, die jetzt keinen Platz bekommen haben oder lieber zugucken als mitzumachen. Und ja, ihr Lieben, das war's dann. Nochmal ein dickes Herzchen an euch. Ich freue mich und das war dann das Video zum zweiten Adventskalender. Wenn es irgendwelche Fragen gibt, schreibt mir eine E-Mail, schreibt mir bei Instagram, wollte ich sagen, oder schreibt in die Kommentare, wenn es eine allgemeine Frage ist. Und dann, ja, helfe ich euch weiter. Bis dann, ihr Lieben. Tschüss.